Dieser Bildbericht zeigt die überwältigende Macht der pazifischen Flotte, die Großbritannien gegen Japan einsetzte, ehe es seine Kapitulation anbot. An der Seite der mächtigen amerikanischen Flotte hatte Großbritannien starke Einheiten in Aktion. Neben den Schlachtschiffen operierten die Flugzeugträger. Schon ehe die erste Atombombe abgeworfen wurde, war die japanische Luftwaffe lahmgeschlagen und Japans Kriegsmarine zusammengeschossen. Die Invasion Japans wurde vorbereitet, aber Japan war bereits eine geschlagene Nation. Die wenigen japanischen Flieger, die es wagten, die Kampfhandlungen zu stören, wurden zum Absturz gebracht. Die Macht der Alliierten zu Wasser und in der Luft war überlegen. Während diese Filmaufnahmen gemacht wurden, operierte ein amerikanischer Flottenverband in der Nähe der britischen Schiffe. Flieger von beiden Flotten bombardierten das japanische Stammland. Und auf dem Meere kam es zu einer Zusammenkunft zwischen den Admirälen Rawlings und Halsey auf dem amerikanischen Schlachtschiff Missouri. Der britische Admiral. Es war Admiral Halseys dritte Flotte, die zusammen mit dem Flugzeugträgerverband 38 die große Offensive gegen das japanische Stammland eröffnete. Die Offensive, die die Landung auf Japan vorbereiten sollte. Von Morgenanbruch bis Sonnenuntergang standen die Trägerflugzeuge im Einsatz. Gegen militärische Ziele auf dem Lande und in den Gewässern des Stammlandes. Mehr als 70 japanische Flugfelder wurden so stark beschädigt, dass kein einziger japanischer Jäger die Möglichkeit hatte, zur Abwehr aufzusteigen. 4 Tage nach den Luftangriffen erfährt Japan eine Demütigung, die ihresgleichen sucht. Admiral Halsey und sein Stab überprüfen die letzten Einzelheiten. Angriffszeit. Klar zum Gefecht. 40 Zentimeter Geschütze traten in Aktion, als die Flotte in den Gewässern von Honshu selbst Stellung nahm. Nur 480 Kilometer von Tokio. 2 Stunden lang wurden die Stahlwerke hinter den Hügeln mit Feuer eingedeckt. Die Japaner feuerten im Laufe von 2 Tagen keinen einzigen Schuss. Japan hätte seine totale Kapitulation in den nächsten Monaten angeboten. Aber es wurden die Atombomben abgeworfen. Sie haben mehr Menschenleben gerettet, als sie vernichteten, und zwangen Japan, seine bedingungslose Kapitulation anzubieten. Zum ersten Mal sind deutsche Soldaten willige Teilnehmer an einer Offensive Feldmarschall Montgomerys, an der Operation zur Sicherstellung des Getreides. Alle Landarbeiter in der Wehrmacht werden aufgerufen, Fingerabdrücke werden genommen und jedermann wird auf seine Verlässlichkeit geprüft. Alle militärischen Abzeichen werden von der Uniform entfernt. Der deutsche Soldat wird wieder ein Zivilist, mit den Pflichten des Zivilisten. Die ehemaligen Lanzer erhalten von einem deutschen Gutsverwalter Anweisungen. Die Aufgabe ist groß. Nur mit Fleiß, nur mit Arbeit kann sich Deutschland vor dem Elend retten, das es überall in Europa gesät hat. Im Church House, Westminster, London, fand die erste Tagung des Vorbereitungsausschusses der Vereinten Nationen statt. Einer der ersten Schritte zur Realisierung der Weltsicherheitsurkunde von San Francisco. Während der ersten 14 Tage wird der Vertreter Chinas, Dr. Wellington Ku, den Vorsitz führen. Hier arbeiten die Vertreter der 50 Vereinten Nationen an der Verwirklichung der Beschlüsse der San Francisco-Konferenz.
In diesem Gerichtsgebäude in Oslo steht Quisling unter der Anklage des Landesverrats. Die Polizei hat besondere Vorsichtsmaßnahmen ergriffen und kein Unbefugter darf das Gebäude betreten. Aber Quisling weiß den Weg. Die Richter verhandeln einen Fall, der einzig ist in der Geschichte der norwegischen Justiz. Eine Anklageschrift von 7000 Worten zählt 9 Verbrechen auf, die Quisling gegen den Staat begangen hat. Das ist Quisling, der sich der fragwürdigen Ehre erfreut, den Sprachen der Welt ein bedeutsames Wort geschenkt zu haben. Seinen Namen. Nach einer Verhandlung, die 3 Wochen dauerte, vernahm Quisling das Urteil. Tod. Das Flugzeug, in dem Feldmarschall Montgomery nach Oldenburg flog, um dort kanadischen Truppen Kriegsorden zu verleihen, verunglückte bei der Landung. Mit einer Stundengeschwindigkeit von 80 Kilometern prallte das kleine Flugzeug gegen einen Baum am Rande des Alexandra-Flugfeldes. Wie durch ein Wunder blieben der Feldmarschall und seine Begleiter unversehrt. Die Parade fand zur festgesetzten Stunde statt und die kanadischen Truppen der 3. Division erhielten von Feldmarschall Montgomery persönlich die Auszeichnungen, die sie auf den europäischen Kriegsschauplätzen erwarben. China in den letzten Tagen des Krieges. Durch die Schluchten und Hohlwege im Vorgebirge des Himalaya brachten die Chinesen unter nahezu übermenschlicher Kraftanspannung und Hingabe das Nachschubmaterial ihren Truppen, die sich seit 14 Jahren gegen Japan verteidigten. Die Chunken, große chinesische Flachboote, beladen mit leeren Benzintrommeln, werden stromaufwärts gezogen. Wenn sie einen Punkt in der engen Felsenschlucht erreichen, wo reißende Strömung die Fahrt erschwert, sind alle Boote bis auf eines verankert. Und die Männer müssen alle ihre Kräfte zusammennehmen, um dieses eine über die schwierige Strecke zu bringen. Sie lassen nicht nach und arbeiten sich durch. Nicht um des Ruhmes willen und nicht für Erwerb, sondern für den Frieden und für die Freiheit Chinas, zerstört von einem 14-jährigen Krieg. Sie haben es geschafft. Fleiß und Wille lösen die schwierigsten Probleme, sogar Transportprobleme. Im großen Schwurgerichtssaal zu Nürnberg begann genau ein Jahr nach der Eröffnung des ersten großen Kriegsverbrecherprozesses die erste Verhandlung gegen 23 führende nationalsozialistische Ärzte. Das Militärtribunal besteht aus 4 amerikanischen Richtern. Den Vorsitz führt Oberrichter Biels. Zahlreiche deutsche Zuhörer waren zu der Verhandlung zugelassen. Der erste Tag war der Verlesung der Anklageschrift vorbehalten. Sie erfolgte durch den amerikanischen Hauptankläger General Telford Taylor. Karl Brandt, Siegfried Handloser, Paul Rostock, Oscar Schroeder, Karl Gensken. Die Anklageschrift enthält 3 Gruppen von Verbrechen: gemeinsame Verschwörung, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Zu den in der Anklageschrift aufgeführten Delikten zählen zahllose Morde und Grausamkeiten in Konzentrationslagern, Krankenhäusern und Versuchsanstalten, sowie unmenschliche medizinische Experimente
begangen an hilflosen Männern und Frauen. Jeder Angeklagte wird von Oberrichter Biels einzeln aufgerufen und gefragt, ob er sich schuldig oder nicht schuldig erklärt. Karl Brandt, der frühere Leibarzt Adolf Hitlers, Generalleutnant der Waffen-SS und Reichskommissar für das Sanitäts- und Gesundheitswesen. Against you. Guilty or not guilty? Nicht schuldig. Der zweite Hauptangeklagte ist Siegfried Handloser, früherer Generaloberstabsarzt und Chef des Wehrmachtsanitätswesens. Alle 23 Angeklagten bezeichneten sich als nicht schuldig. Die einzige Frau unter den Angeklagten, Hertha Oberhauser, früher Ärztin im Frauen-KZ Ravensbrück. Nachdem alle Angeklagten ihre Erklärung abgegeben hatten, vertagte sich das Gericht für 2 Wochen. Der Krieg und die Not haben den Tiergarten vom grünen Park zur grauen Wüste gewandelt. Doch der deprimierende Anblick der aufgewühlten, brachliegenden Riesenfläche verändert sich in diesen Tagen aufs Neue. Im Rahmen der Brachlandaktion des Berliner Magistrates wird auch der Tiergarten für den Gemüse- und Kartoffelanbau herangezogen. Englische Traktoren helfen bei der Bearbeitung des Bodens. Von den 900 Morgen der früheren Parkfläche werden etwa 400 Morgen teils im Großen bewirtschaftet, teils an Kleingärtner abgegeben. Die Bewohner Berlins legen sich an der Siegessäule ihrer Nutzgärten an. Der Tiergarten sorgte früher für die Erholung der Berliner. Jetzt wird er ihrer Ernährung dienen. In Dachau fällte das amerikanische Militärgericht das Urteil gegen die Verantwortlichen für das ehemalige Konzentrationslager Mauthausen. Von 61 Angeklagten wurden 58 zum Tode durch den Strang verurteilt. 3 erhielten lebenslängliche Zuchthausstrafen. Jeder Angeklagte tritt einzeln vor und nimmt vom Vorsitzenden, General Prickett, den Urteilsspruch entgegen. The vote was taken concurring, sentences you to death by hanging at such time and place as her authority may direct. Das Gericht in geschlossener Sitzung und unter Zustimmung von mindestens 2/3 der bei der Abstimmung anwesenden Mitglieder verurteilt sie zum Tode durch Erhängen. Zeit und Ort für die Vollstreckung werden von der höheren Militärbehörde bestimmt werden. Take it away. The court in closed session, at least 2/3 of the members present at the time the vote was taken concurring, sentences you to death by hanging at such a time and place as higher authority may direct. Das Gericht in geschlossener Sitzung und unter Zustimmung von mindestens 2/3 der bei der Abstimmung anwesenden Mitglieder verurteilt sie zum Tode durch Erhängen. Zeit und Ort für die Vollstreckung werden von der höheren Militärbehörde bestimmt werden. August Eigruber. August Eigruber, der frühere Gauleiter von Oberdonau, einer der Hauptverantwortlichen für das Lager, in dem allein von 1942 bis zum Kriegsende 70.000 Menschen eines gewaltsamen Todes starben. Das Gericht in geschlossener Sitzung und unter Zustimmung von mindestens 2/3 der bei der Abstimmung anwesenden Mitglieder verurteilt sie zum Tode durch Erhängen. Zeit und Ort für die Vollstreckung werden von der höheren Militärbehörde bestimmt werden. Und so einer nach dem anderen. Der Angeklagte Hans Hegenscheid. Der Angeklagte Kaspar Klimowitsch.
Der Angeklagte Hans Spatzenegger, der mit eigener Hand hunderte von Opfern im Mauthausener Steinbruch ermordete. Der letzte der zum Tode verurteilten Verbrecher, Viktor Zoller, wird nach dem Richtspruch in den Zellenbunker zurückgebracht. In Nürnberg forderte der amerikanische Hauptankläger Jackson in einer großen Rede die Schuldigsprechung der angeklagten Organisationen. Das Naziregime, sagte Jackson, bestand keineswegs nur in der Gewaltherrschaft der hier anwesenden Hauptangeklagten. 1000 kleine Führer regierten. 1000 Imitatoren von Göring spielten sich auf. 1000 Schirachs verhetzten die Jugend. 1000 Saukes versklavten Arbeiter. 1000 Streichers und Rosenbergs schürten Hass. 1000 Kaltenbrunners und Franks folterten und mordeten. 1000 Schachts, Speers und Funks verwalteten, finanzierten und stützten die Bewegung. 1000 Schachts and Speers and Funks administered and supported and financed this movement. Hauptankläger Jackson schildert dann, wie weit diese Organisationen es verstanden, die dunklen Instinkte des Volkes zu wecken. Bezeichnend für dieses System ist der SS-General Ohlendorf. Er erklärte vor diesem Gericht ohne eine Spur von Reue und Mitleid, dass er selbst den Tod von 90.000 Männern, Frauen und Kindern angeordnet habe. Vor keinem Gerichtshof der Welt wurde jemals eine derartige Zeugenaussage gemacht. To a recital of such wholesale murder as this tribunal heard from him and from Wisselsini, a fellow officer of the SS. Abschließend erklärte Hauptankläger Jackson, die hier anwesenden Angeklagten haben ihre schädliche Macht verloren. Sie sind erledigte Leute. Jetzt gilt es, die Organisationen zu treffen. 60 Mitglieder solcher Organisationen, Angehörige der Wachmannschaft des Konzentrationslagers Mauthausen in Niederösterreich, stehen in Dachau vor Gericht. Vor dem eigentlichen Prozess erfolgt die Verlesung und Verteilung der Anklageschrift. Die Anklage legt ihnen zur Last, Hunderttausende von Zivilisten und Kriegsgefangenen gefoltert und getötet zu haben. Die Anklageschrift gibt 12 verschiedene Todesarten an. Die Angeklagten müssen Schuhriemen und Hosenträger abgeben, damit Selbstmorde verhindert werden. Eichgruber, der frühere Gauleiter von Oberdonau. Gran, der Chef vom Sicherheitsdienst. SS-Lagerarzt Krebsbach. Grimm, der sogenannte Chef vom Steinbruch. Panzer gegen Schwarzhändler. Schweres Geschütz gegen schweres Verbrechen. Das ist die Parole, nach der zurzeit überall gegen den Volksschädling Schwarzer Markt vorgegangen wird. Bei dieser Großrazzia in Berlin kämen Schupo und englische Militärpolizei gemeinsam die schwarze Börse des Tiergartens durch. Sie nahmen bei dieser einen Aktion 2000 Verhaftungen vor. Gleichzeitig findet in Wien eine ähnliche Großaktion statt. Polizei, unterstützt von Angehörigen der Besatzungstruppen, riegelt die Knotenpunkte des Schleichhandels ab und verhaftet en gros schwarze Lieferanten und schwarze Kundschaft. Im Kampf gegen den Schleichhandel wird jetzt durchgegriffen.
letzten Prozesstage in Belsen. Die 45 Angeklagten werden zur Verhandlung gebracht. Das ist Josef Kramer, den die Welt die Bestie von Belsen nennt. Irma Grese, blond und adrett und die grausamste von allen. Der Urteilsspruch kann nicht das tausendfache Leid des Schandlagers auslöschen. Aber er richtet die, die sich zu Henkern und Folterknechten des Nationalsozialismus erniedrigten. Währenddessen werden die letzten Vorbereitungen für die Verhandlung gegen die 23 Hauptkriegsverbrecher in Nürnberg getroffen. Deutsche Kriegsgefangene arbeiten an der Einrichtung des Sitzungssaals und der Kabine für die Wochenschauaufnahmen. Der amerikanische Hauptankläger Robert Jackson besichtigt die Vorbereitungen. In diesem Hof dürfen sich die Angeklagten täglich 20 Minuten lang in der freien Luft bewegen. Zu allen anderen Zeiten befinden sie sich unter strenger Bewachung in ihren Zellen. So wird die Stadt der Parteitage zur Stadt der Vergeltung. In Krakau ging vor einem polnischen Gerichtshof der Prozess gegen die Hauptverantwortlichen für das Konzentrationslager Auschwitz zu Ende. Die Angeklagten sind deutsche Lagerwachen oder Angehörige des deutschen Verwaltungspersonals. Es wurden ihnen unerhörte Gräueltaten gegen die Lagerinsassen nachgewiesen, besonders gegen weibliche Gefangene. Insgesamt kamen nahezu 300.000 Menschen verschiedenster Nationen im Konzentrationslager Auschwitz um. Das Gericht verurteilte 23 Angeklagte zum Tode, 6 zu lebenslänglichem Gefängnis, 10 zu längeren Gefängnisstrafen, einer wurde freigesprochen. Das Konzentrationslager Auschwitz bleibt als Mahnmal der Schande so erhalten, wie es heute steht. Zum bleibenden Gedenken an seine 300.000 Opfer.